Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. So nochmal, liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah ta'ala, versuchen wir mal, halbe Stunde, mehr, weniger, Pi mal Daumen, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird. Wichtige Sachen, sehr, sehr wichtige Sachen, vielleicht hörst du diese zum ersten Mal. Warum man nach Ramadan einbricht. Warum man nach Ramadan nicht mehr so ist wie im Ramadan selbst. Und Alhamdulillah haben wir den Koran und die Sunna. Und dahin wenden wir uns, zu diesen zwei Quellen, wenn wir Probleme haben, wenn wir Streitigkeiten haben, wenn wir nach Lösungen suchen, geht der Muslim zu diesen zwei Quellen. Und wenn er nicht weiß, wie er aus diesen Quellen Wasser schöpft, dann fragt er die Wissenden. Und die Wissenden haben natürlich über dieses Thema vieles gesagt. Über dieses Schwachwerden nach Ramadan. Schau mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, das würde eigentlich vieles schon erleichtern. Er sagt, likulli amalin shirrah. Likulli amalin shirrah. Kull weist auf alle Taten hin. Jede Tat hat eine, sei es Fasten, sei es Koran, ja, sei es sogar auch weltliche Dinge. Du kennst das, wenn du Sport machst oder sonstiges. Er sagt, likulli amalin shirrah. Was ist Shirrah? An-Nashat und Al-Himma, diese Aktivität, diese Motivation, diese Power, diese Tatkraft. Er sagt, jede Tat, wenn man sie beginnt, neu beginnt, verspürt man diese Tatkraft und diese Aktivität. Und du fühlst dich, als könntest du Bäume aus dem Boden reißen. Auch in Unterrichten, sei wie gesagt, islamisch oder weltliche Dinge. Fitnessstudio, erster Tag, du bist hoch motiviert. Dann sagt er aber auch, وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٍ. Und das ist unser knackender Punkt. Und jede Tatkraft, Aktivität, Motivation hat eine Fatra, eine Zeit oder eine Phase, in der man wieder tatenlos wird oder inaktiv wird. Du bist wieder offline. Ja, merken wir uns den Hadith, der ist sahih, überliefert in Musnad von Imam Ahmad und auch in den Sahih von Ibn Hibban und anderen. Also sagt er, jede Tat, die man beginnt, in Klammern weltlich oder religiös, verspürt man Power und Kraft und man ist motiviert und man ist tatkräftig und aktiv. Okay? Und danach, nach dieser Tatkraft etc., kommt eine Zeit, die ja, Faulheit mitbringt. Man ist lustlos etc., weil man die Sache so oft schon gemacht hat. Und so beantworten wir auch Ramadan. Wir haben diesen Monat 30 Tage gefastet. 30 Tage lang. In der Nacht gebetet. Tarawih. Und sogar noch das Tahajjud, das Qiyamul Layl dazu. Nein, wir sagen Tahajjud, das Gebet in der letzten, im letzten Drittel der Nacht. Und tagsüber waren wir am Fasten, mehrere Stunden. Und das über 30, beziehungsweise 30 Tage. Also 30 Mal Fasten und 30 Mal Beten. Das sind 60 Einheiten, die wir hinter uns haben. Also trifft der Hadith auf uns zu, wie die Faust aufs Auge. Auch wenn es haram ist, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Okay?
Und das ist das Normalste der Welt. Besonders für diejenigen, die das Jahr verbringen, nicht so wie Ramadan. Was heißt das? Das heißt, sie beten nachts nicht. Sie fasten keine freiwilligen Taten. Sie fasten keine freiwilligen Tage. Sie lesen nicht den Koran. Sie machen kein Dua. Sie spenden nicht. Sie speisen nicht, etc. Für so einen fällt es extrem schwer. Und deswegen verspüre manche schon im Ramadan diese Faulheit. Nach den ersten 10 Tagen merkt er, wie soll ich jetzt noch 20 Tage fasten? Manchen passiert das schon im Ramadan und das sagen auch viele. Nach 12, 13, Mitte sagt er, ich kann nicht mehr, wie soll ich das durchziehen noch? Die Hälfte des Monats, alles nochmal. Und dann verspürt er diese Faulheit, diese Tatenlosigkeit, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith erwähnte. Und dieses nennt man im Arabischen Al-Futur. Wir haben zwei Dinge, Al-Futur und Al-Intikasa. Al-Futur ist genau das, was alle haben nach Ramadan. Dieser Stillstand, diese Trägheit, dieses Nachlassen. Das nennt man Al-Futur. Und beide werden leider zu den Krankheiten des Herzens aufgelistet. Wenn die Gelehrten aufzählen, die Krankheiten des Herzens wie Al-Hasad, wie Neid und Augendienerei und Augendienerei und Selbstgefallen, findest du auch darunter Al-Futur, die Trägheit in den gottesdienstlichen Handlungen. Und das andere ist noch schlimmer, das ist die Intikasa. Das ist der absolute Rückfall. Und das teilen sie nochmal ein. Rückfall von Islam zum Unglauben. Rückfall vom Gehorsam zu Ungehorsam oder Rückfall von Sünna und zu Bid'a. Was uns betrifft, ist der Rückfall vom Gehorsam zum Ungehorsam oder von Anbetung Allahs in einer gewaltigen Menge zu einer krassen Minderung, ja schon fast wieder in Sünde verfallen. Also merkt ihr, Al-Futur und Al-Intikasa, diese zwei Dinge. Lassen wir mal den Rückfall weg. Der ist krass. Inshallah ta'ala sind wir davon nicht befallen, dass man wieder aus dem Islam fällt oder von der Sunna in die Bid'a oder dass man total wieder in Sünden verfällt. Wir reden über Al-Futur, das Nachlassen, die Trägheit, dieser Stillstand nach Ramadan und diese Trauer, die schon ein, zwei Tage vorher zu spüren ist und man merkt langsam, die Kräfte gehen einem aus. Und wie gesagt, wir haben gesagt, das ist normal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben wir gerade gehört, wie er es im authentischen Hadith bestätigte. Sonst, weil wenn wir so wären, im Ramadan, außerhalb vom Ramadan, dann kennt ihr alle den Hadith von Hanzala, der durch die Straßen von Medina geschrien hat, Nafaqa Hanzala, Nafaqa Hanzala. Hanzala ist Munafiq geworden. Warum? Ist er auf Abu Bakr getroffen? Ja, wenn wir beim Propheten sind, dann geht es uns imantechnisch sehr gut. Ramadan. Er hat nicht über Ramadan geredet, aber vergleiche es mit Ramadan. Und kaum sind wir zu Hause mit Familie und Kinder und Kind springt auf mich und die Verantwortung übernehmen und einkaufen und Arbeit etc. außerhalb von Ramadan ist mein Iman wieder schwach. Sagt Abu Bakr, genau das, radiallahu anhu, verspüre ich auch. Lass uns zum Propheten gehen, sallallahu alaihi wasallam. Haben Sie ihm berichtet, was Sie verspüren? Was hat er Ihnen gesagt? Sinngemäß, wenn ihr auf der gleichen Stufe wäret, bei mir, wenn ich euch Wissen gebe und Vorträge, wenn ihr so bleiben würdet, auch außerhalb, wenn ihr euch von mir trennen würdet, außerhalb von Ramadan, dann würden die Engel euch die Hand geben, den Salam geben, auf den Straßen und euch beglückwünschen, weil ihr die höchsten Stufen habt. Ihr ähnelt ja schon Engel. Und in einer Überlieferung auf euren Betten würden sie kommen und euch den Salam geben. Warum? Weil ihr habt schon die Stufen der Engel erreicht. Du bist im Ramadan bzw. beim Propheten auf der gleichen Stufe kontinuierlich wie beim Propheten oder außerhalb vom Propheten oder wie im Ramadan oder wie außerhalb vom Ramadan. Und das geht nicht. Und deswegen ist es normal, wenn du einen Stillstand verspürst oder etwas Nachlassen von Gottes dienstlichen Handlungen. Nur, was nicht passieren darf, ist absoluter Rückgang. Koran wird gar nicht mehr gelesen. Fasten wird gar nicht mehr getan.
Dhikr, all das, was zum Ramadan gibt, Moschee wird gar nicht mehr besucht. Koran wird gar nicht mehr geöffnet. Das darf nicht sein. Und deswegen sagen wir immer vor Ramadan, macht euch realistische Ziele. Bruder, Schwester, wie sieht dein Plan aus vor Ramadan? Dann holt er dir eine Rolle raus, die von hier bis zum Horizont reicht. Ja, ich werde Dhikr machen und Koran auswendig lernen und Arme Speisen und Umrah machen, vielleicht sogar zwei und das und das und das und wohin? Wohin? Das wird niemals klappen. Niemals. Deine Nefs hat 11 Monate nichts gemacht. Und jetzt im Ramadan denkst du, du könntest sofort alles stemmen? Das ist wie im Fitnessstudio. Ein Anfänger kann keine Ahnung, 100 Kilo stemmen. Geht nicht. Brauchst Training. Und das machen wir falsch. Wir sagen lieber, mach dir ein, zwei realistische Ziele und nimm sie mit. Und deswegen frage an dich jetzt, was nimmst du mit von Ramadan? Eine Tat, nimm nur eine Tat mit bis zum nächsten Ramadan, inshallah. Und dann nochmal und nochmal. In 10 Jahren wirst du finden, dass du wunderschöne Dinge mitgenommen hast. Beispielsweise, was nimmst du mit aus diesem Ramadan? Ich werde weiter beharrlich den Koran lesen. Okay, im Ramadan habe ich jeden Tag ein Juz gelesen, 20 Seiten. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Jetzt die Shayatin sind wieder draußen. Ich habe ja meine Schwächephase, die wir gerade geredet haben. Ich mache aus 20 Seiten 3. Grüner Haken, sehr gut. Bleib beharrlich auf 3 Seiten bis zum nächsten Ramadan. Was nimmst du diesen Ramadan mit, 2025? 2025. Dieses Mal nehme ich Qiyamul Layl mit. Ich weiß, ich werde keine 11, auch keine 20 schaffen, aber ich nehme mein Witr mit von 3 Rakaat. Okay, letztes Jahr habe ich Koran mitgenommen, dieses Jahr nehme ich 3 Rakaat mit, darauf beharre ich jetzt. Bis zum nächsten Ramadan 2026. Und so geht's weiter. Und dann ist nur noch die Frage, ab wann steigerst du immer realistisch, bis du merkst, 3 Rakaat fallen mir leicht, mach 5 draus. 3 Seiten Koran fallen mir leicht, mach 5, mach 6, mach 7 draus. Und dann bist du nur noch am Steigern. Das sollte eher den Leuten gesagt werden, als eine Riesenliste von allen guten Taten. Wie soll er das machen? Plötzlich ist Ramadan erste Nacht und dann ist er zu Abu Bakr geworden. Es wird nicht klappen. Es ist unrealistisch. Unrealistisch. Und was auch viele falsch machen ist, dass man denkt, dass man nach diesen 30 Tagen ja über die Brücke ist. Dass man sagt, nach diesen 30 Tagen werde ich es schaffen und ich werde der Gottesanbeter schlechthin sein. Und das ist auch eine falsche Verinnerlichung. Warum? Schau mal hier, Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani war ein Tabi, der war einer der Schüler von Anas ibn Malik, vom großen Gefährten. Schau mal, was er sagt. In Bezug auf Qiyamul Layl. Es geht hier nur um Qiyamul Layl, um eine Tat. Und wir schreiben uns Hunderte auf und wollen die alle im Ramadan praktizieren und dann nach Ramadan auch. Das geht nicht. Schau mal, was die Salaf gemacht haben. Er ist 127 nach der Hijra gestorben, vor über 1300 und ein paar gequetschte Jahre. Er sagt, Kabattul Qur'ana 20 Sana. Er wollte sich nur auf den Koran bzw. Qiyamul Layl konzentrieren, spezialisieren. Er sagt, ich habe 20 Jahre mich abgemüht, Qiyamul Layl zu verrichten. 20 Jahre klingt hart. Es gibt auch Überlieferungen zur Beruhigung von 5 Jahren, von 10 Jahren. Diese besagt 20 Jahre. Danach habe ich 20 Jahre es genossen. Das ist das Realistische. Und diese Leute haben sich wirklich angestrengt. Im Gottesdienst. 20 Jahre lang kämpft er nur damit, Koran bzw. Qiyamul Layl in sein Leben einzubauen. Ständischer Nachtbeter oder ständiger Rezitator zu sein. 20 Jahre lang kämpft er. Wie sollen wir das schaffen in 30 Tagen? Es geht nicht. Und deswegen beschreiben manche Gelehrten Ramadan auch als eine Art Nafha. Nafha im Arabischen. Eine Brise, ein Hauch oder ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Allah. Damit hast du nichts zu tun. Du hast 11 Monate, warst du sündhaft. Allah hat jetzt gesagt, hier bitteschön, 30 Tage und 30 Nächte schenke ich dir eine Brise, die dein Herz belebt und dein Iman belebt und du kannst zur Moschee gehen und fasten etc. Das hat nichts mit dir zu tun.
Das ist ein Geschenk von Allah, das hast du dir nicht erarbeitet. Was du jetzt machen musst, ist nach Ramadan. Die Arbeit kommt erst danach. Und hier kommen wir zum ganz wichtigen Thema. Und das wird auch vielen die Frage beantworten, warum falle ich extrem zurück? Das Thema des Al-Hal und Al-Maqam. Diese Sache, Al-Hal und Al-Maqam, erwähnt Ibn Qayyim in seinem Buch Madarij us-Salikin. Vielleicht gibt es da in Englisch gibt es das auf jeden Fall, im Deutsch weiß ich nicht, ob es das gibt. Er sagt beispielsweise hier, das ist auch die Antwort für die Geschwister, die sagen, warum spüre ich am Anfang meiner Praktizierung eine extreme Süße? Und kaum vergeht ein, zwei Jahre, ist diese Süße wieder weg. Wisst ihr, wie Ibn Qayyim darauf antwortet? Er sagt, es geht hier um Al-Maqamat und Al-Ahwal. Er sagt, Al-Maqamat kasbiyya wal-Ahwal wahbiyya. Was heißen diese Worte? Al-Hal ist der Zustand und Al-Maqam ist der Rang bzw. die Stufe. Im Ramadan sind wir alle in einem Hal, in einem Zustand der Nähe zu Allah. Wir sind Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe. Wir haben nichts gemacht. Es ist der Zustand von Ramadan. Was ist aber der Maqam? Um was geht's hier? Es geht um die Nähe Allahs. Im Ramadan haben wir alle den Hal, den Zustand, Allah subhanahu wa ta'ala nahe zu sein. Was ist aber hier der Maqam? Der Maqam ist, du bist auf der Stufe derjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe sind, der Awliya. Bist du das? Bist du nicht. Und du bist Zeuge über dich selbst, weil die Nacht noch vor Tarawih warst du vielleicht sündhaft und warst am Sündigen. Kaum ist der erste Tarawih eingebrochen, bist du in einen Zustand der Nähe zu Allahs geraten, gelangt. Du hattest aber niemals die Stufe vorher, der nahe Verbündete Allahs zu sein. Und deswegen sagt er hier Ibn Qayyim, an al-Maqamat kasbiyya, diesen Maqam zu bekommen, diese Stufe des Gottesdieners, kommt von Kesb, von Arbeiten. Du musst schuften, nachts aufstehen und fasten und beten und spenden und Wissen streben. Das musst du dir arbeiten. Der Hal aber, der Zustand, ist Wahbi, den kriegst du geschenkt. Und genauso wie am Anfang der Praktizierung. Allah schenkt dir diese Süße, diese Brise, subhanahu wa ta'ala. Deine Niederwerfung hat einen Geschmack. Dein Praktizieren hat einen Geschmack. Also hat er dir was geschenkt, um dich in der Religion zu behalten. Irgendwann geht es weg. Jetzt fragst du dich, warum ist es weg? Wie kriege ich es wieder? Jetzt musst du daran arbeiten. Deswegen sagt er weiter, Ibn Qayyim, وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب. Und es kann sein, dass der Salik, der Reisende zu Allah, aus seinem Maqam entschwindet oder herausgeht, genauso wie er sich von seinem Gewand hier entfernt. وينزل إلى ما دونه. Auf einmal bist du auf einer niedrigeren Stufe, auf der du vorher warst. Ramadan. ثم قد يعود إليه وقد لا يعود. Es kann sein, dass du zurückkehrst zu dieser Stufe oder halt nun mal nicht. Also, wie bekommt man diesen Maqam? Wie bekomme ich die Rangstufe? Ganz einfach. Zustand plus. Zustand plus. Zustand plus. Zustand wird irgendwann was ergeben? Die Stufe. Die Rangstufe. Und jetzt im Ramadan, schau uns an. Schau dir alle Muslime an. Alle sind in einem Zustand der Anbetung, der Nähe zu Allahs. Die Hände im Witr, Dua am Machen, Koran am Lesen. Nach Ramadan wirst du sehen, waren Leute, weil alle sehen gleich aus in der Moschee. Frauen und Männer, alle sind Allah sehr nahe. Kaum ist Ramadan vorbei, wirst du sehen, wer hat einen Zustand gehabt und wer hat eine Rangstufe gehabt. Und deswegen siehst du nach Ramadan, die Moscheen sind alle wieder leer. Wer bleibt vorne im Fajr-Gebet? Du siehst eine halbe Reihe oder eine Reihe. Diese Leute haben den Maqam. Vorsicht. Diese haben die Stufe erreicht der Nähe zu Allahs, oder sind wir noch spezifischer, das Beten in der Moschee. Du musst immer als Thema nehmen, weil jede Thematik kannst du so angehen. Zustand und Rangstufe. Wie heißt es? Demut. Du bist in einem Dorf und bist demütig. Vielleicht tränen sogar deine Augen. Das ist dein Zustand. Aber du hast nicht den Rang der Demütigen, weil diese hören einen Vers und die Augen tränen.
Ständig. Wir sind ständig in diesem demütigen Zustand. Du nicht. Du bist es begrenzt für eine kurze Zeit. Also merke dir den Unterschied zwischen Hal und Maqam, Zustand und Stufe. Und die meisten im Ramadan sind nur im Zustand des Nahesein Allahs etc. Hätten sie die Maqam-Stufe erreicht, wären sie geblieben in der Moschee. Diese hunderte von Menschen, die du gesehen hast im Isha, wenn sie die Rangstufe des Ich bin Allahs nahe Awliya erreicht hätten, wären sie niemals gegangen. Niemals hätten sie die Moscheen verlassen. Und deswegen haben alle den Zustand und fallen dann wieder zurück in ihren normalen Alltag. Also, schau dir an, wie die Gelehrten, subhanallah, diese detaillierten Themen des Herzens bearbeiten und erst recht Ibn al-Qayyim. Und es gibt noch viel schönere Worte von Ibn Rajab und anderen. Ja, was du dir merken solltest, ist Zustand und tatsächliche Stufe, die man erreicht hat. Wie erreiche ich diese Stufe des Nahesein Allahs, indem du deinen Zustand immer wieder vermehrst, bis es eine Eigenschaft von dir wird und dann schwappt es rüber und nun gehörst du tatsächlich zu denen, die Allah nahe sind. Die verhalten sich wie im Ramadan. Sie beten nachts, sie fasten tags, Dhikr, Koran, alles ist da. Und deswegen wurden manche Salaf gefragt, die bekannt waren, dass sie ihren Tagesablauf sehr detailliert gefüllt haben. Sie haben sie gefragt, was macht ihr eigentlich im Ramadan? Er sagte nichts, außer dass ich jeden Tag jetzt faste. Das ist das Einzige, was ich mache. Ich faste jetzt täglich. Außerhalb vom Ramadan, ich bin schon nachts am Beten. Ich faste auch freiwillig. Ich spende, ich bin mit dem Koran, ich bin mit dem Wissen, ich bin in der Moschee. Nur wenn Ramadan kommt, muss ich halt jeden Tag fasten. Das ist das Einzige, was ich hinzufüge. Diese Leute haben die Maqam, die Rangstufe des Nahesein Allahs schon erreicht. Wir sind meistens nur im Zustand im Ramadan und nach Ramadan dieser Zustand fällt weg und dann sind wir weder im Zustand und erst recht nicht in der Rangstufe, ja, der Nähe Allahs. Und deswegen musst du dich anstrengen, diesen Zustand immer wieder zu wiederholen, wiederholen, wiederholen. Das sagt Allah. Subhana, walladhina jahadu fina, lanahdiyannahum subulana. Und diejenigen, die sich unseretwegen anstrengen, diese leiten wir den Weg recht. Lanahdiyannahum subulana. Diese werden wir die Wege recht leiten. Das heißt, vermehre es immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis du spürst, diese Sache wird langsam eine Charaktereigenschaft von mir. Ja, bis sie tatsächlich eine Stufe von mir wird, die ich erreicht habe, eine spirituelle Stufe. Darum geht es ja in Madarijus Salikin, in Ibn al-Qayyims Madarijus Salikin, also in die Stufen der Reisenden. Da geht es ja um die Stufen zu erreichen, diese Maqamat, die Stufe der Taube, die Stufe der Geduld, die Stufe der Liebe. Wie erreiche ich die? Indem du deinen Zustand ständig diesem ähnelst. Du bist immer in der Moschee, immer in der Moschee, immer in der Moschee. Im Ramadan warst du ein Zustand. Ich war mal 30 Tage da. Nach Ramadan geht's weiter. Weitere 30 Tage. Weitere 30 Tage. Weitere 30. Ein ganzes Jahr. Irgendwann gehört es zu deinem Leben. So hast du die Stufe erreicht der Moscheegänger. Was ist die nächste Stufe? Koran. Ja, im Ramadan habe ich ihn einmal durchgelesen. Und jetzt nach Ramadan mache ich weiter. Ich lese ihn nochmal durch. Und nochmal. Und nochmal. Zustand plus Zustand plus Zustand plus Zustand. Irgendwann habe ich die Stufe erreicht. Es ist kein Zustand mehr. Es ist eine Stufe, die ich erreicht habe. Ich gehöre zu den Koranlesern oder sogar die, die ihn auswendig gelernt haben. Und so verfährst du mit allen gottesdienstlichen Handlungen. Was Ramadan aber angeht, das war ein Geschenk von dir. Wie Ibn Qayyim es erwähnt, es ist ein Wahb. Ein Geschenk von dir, das er uns gibt, um uns einen Monat lang zu reinigen. Ramadan-Iman, das kannst du erreichen, aber durch viel Arbeit. Wie gesagt, im Vers. Wenn du dich fragst, wie kann ich so sein außerhalb von Ramadan, wie im Ramadan? Wir sagen, es ist schwierig. Warum? Weil Allah öffnet für dich die Tore des Paradieses. Er lässt die Schayatin ketten. Er schließt die Tore der Hölle. Die wird viel vereinfacht. Deswegen schaffst du es, im Ramadan mehr zu tun als außerhalb von Ramadan.
Und wenn du mich fragst nach dem Beweis von Zustand und Maqam, Hal und Maqam, natürlich gibt es dafür einen Beweis, und zwar der Hadith der Wahrhaftigkeit. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über die Wahrhaftigkeit gesprochen hat, sagte er: وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. Und der Diener fährt fort, wahrheitsgemäß zu sein. Er spricht die Wahrheit. وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ. Und er sieht immer zu, die Wahrheit zu sagen. Klammer auf, das ist der Zustand. Schau mal, يَتَحَرَّ, er versucht. Ich muss wahrhaftig sein, wahrhaftig sein, wahrhaftig sein, wahrhaftig sein, wahrhaftig sein. Wahrhaft. Zustand plus Zustand plus Zustand. Dann sagt er, Prophet sallallahu alaihi wasallam, er macht es so lange, bis er bei Allah als Siddiq geschrieben wird. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Stufe Maqam des Siddiqs jetzt erreicht. Und so kannst du mit allen Taten vorfahren. Qiyamul Layl und Fasten und Spenden. Ich spende und spende und spende und spende, bis du bei Allah als Spender geschrieben wirst. Bis du diese Stufe erreichst. Merkst du was? Also müssen wir nach Ramadan was machen? Genau, weitermachen, 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 bis du bei Allah gestempelt wirst als Fastender, Betender, etc., etc., etc. Und deswegen gibt es die Tore des Paradieses, die ja 8 sind, das Tor des Gebets. Denkst du, da kommt jeder rein, der die Pflichten verrichtet? Nein, nein, nein. Da kommt der rein, dessen Gebet ist eine Rangstufe geworden von ihm. Qiyamul Layl und Duha und Freiwillige und nach Wudu und bei jedem Betreten der Moschee. Gebet ist bei ihm eine Rangstufe in seinem Leben geworden, ein Maqam. Ich gehöre zu den Betenden. Oder Ar-Rayyan für die Fastenden. Denkst du, da kommen nur die rein, die Pflicht beten, dann wird ja die gar, wenn ja alle reinkommen. Nein, sie machen weiter. Montag, Donnerstag, drei Weißen. Shawwal, Arafa, Ashura, 3 Tage im Monat, etc., etc., bis er die Stufe erreicht der Fastenden und so weiter. Dhikr, nach einer Meinung gibt es auch die Tür des Dhikrs. Gehörst du zu denen, die Allah gedenken, wenn du Astaghfirullah sagst? Das ist ein kleiner Zustand. Weiter bis du zu den Stufen der Dhikr-Leuten, der viel Gedenkenden gehörst. Und so erreicht man dann den Maqam, die Stufe. Und dafür musst du arbeiten. Und merk dir, das ist auch die Antwort für, warum war am Anfang mein Iman so süß und dann ist er verschwunden. Am Anfang hat er sie geschenkt, wie Ibn al-Qayyim sagt, bitteschön, das ist meine Religion, das ist das Gebet, das ist der Dhikr. Und der Diener spürt das zum ersten Mal, verspürt die Süße, irgendwann geht es weg. Und nun musst du arbeiten, um wieder dahin zu gelangen. Also merken wir uns diesen Zustand, den man hat im Ramadan, der danach verschwindet und dann man kämpfen muss, ständig in diesem Zustand zu sein, bis man dann tatsächlich die Rangstufe erreicht, die Rangstufe der, wie nennen wir das im Ramadan, Allah nahe sein, viel Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Ja. So, was passiert noch? Was machen wir noch falsch nach Ramadan? Ramadan kam ja zu uns mit vielen Nasaih. Mit vielen Nasiha kam er zu uns, Ramadan. Einer der Nasaih ist, ich bin nur ein kurzer Gast. Ich bin nur kurz da. 29 oder 30 Tage bin ich bei euch da. Und daraus sollt ihr was lernen? Das Leben ist kurz. Das sollt ihr bitte mitnehmen nach dem Ramadan. Und jeder sagt das. Ich glaube, jeder Fasten hat das gesagt, wie schnell wieder Ramadan vorbei ist. Ramadan will uns eigentlich damit sagen, ja, ich verschwinde ganz schnell wieder, aber wisse, dass auch dein Leben ganz schnell vorbeigeht. Also was machen wir dann falsch? Genau das Gegenteil. Wir haben Tulul Amal. Ah, das ist eine große Sache. Tulul Amal wird auch unter den Krankheiten des Herzens aufgelistet. Tulul Amal übersetzen wir als entweder lange Lebenserwartung oder falsche Hoffnungen hegen in sich. Und das machen viele falsch, weil im Ramadan hast du eine Deadline. Du weißt ganz genau, ca. 9., 10., 11. April ist Ramadan vorbei.
Und dann kannst du leichter dich durchquälen für die, denen es schwer fiel. Was machst du aber nach Ramadan? Du hast keine Deadline mehr, du hast kein Datum. Du weißt nicht, wann ist es vorbei. Was passiert mit dem Herzen? Du denkst, ich werde noch lange leben und ich muss noch so viel fasten und so viel beten. Und dann kommt diese Mattlosigkeit, diese Faulheit und sagst, oh, ich habe kein Ende an Sicht. Und dann fällt es dir so schwer. Und genau das macht dein Herz hart und dann ist dein Motor in Stillstand geraten. Und wir kommen gleich zum Vers. Schau mal, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über Tulul Amal, diese lange Lebenserwartung. Er sagt, alaihi salatu wasallam, La yazalu qalbul kabiri shabban fi ithnatain. Das Herz des Erwachsenen bleibt jung, bleibt jugendlich in zweierlei Dinge. Fi hubbid dunya, er liebt das Diesseits. Auch ein 80-jähriger Mann liebt das Diesseits. Auch eine 90-jährige Frau liebt das Diesseits immer noch. Watulil Amal, und wenn du ihn fragst, warum noch diese ganze Anhortung von Vermögen, er denkt, er wird noch weiterleben. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in zwei Dingen: Liebe des Diesseits, Watulil Amal, und diese lange Lebenserwartung, überliefert im Bukhari. Und in einer anderen Überlieferung sagt er, Yakbaru ibn Adam, wa yakbaru ma'ahu ithnan. Der Sohn Adams wächst vom Alter her und zwei Dinge wachsen mit ihm. Welche? Hubbul Mal, die Liebe zum Vermögen, wa tulul Umr, und die Liebe, lange zu leben. Subhanallah. Und genau das macht die Herzen dann hart. Und wir kommen vom Ramadan raus und wissen jetzt nicht, ja, wann ist denn Eid? Eid ist vorbei. Bruder, Schwester, Eid ist vorbei. Ja, aber ich muss ja jetzt weiterhin gehorsam bleiben. Bis wann? Allah sagt, hatta ya'tiyaka al-yaqin. Und bete deinen Herrn an, bis der Yaqin, in Klammern, bis der Tod dich erreicht. Und wann wird das sein? Allahu a'lam. Oh, jetzt noch jahrelang beten, fasten. Wobei, wir werden gleich zu Hadith kommen, dass eigentlich diese Denkweise komplett falsch ist. Kommen wir gleich dazu. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Salahu awwali hadhihi al-ummati bis-zuhd wal-yaqin. Die Ummah am Anfang, die rechtschaffenen Leuten vor uns, über die wir immer hören, waren nur rechtschaffen aufgrund von zwei Dingen. Bis-zuhd wal-yaqin. Sie waren enthaltsam und hatten absolute Gewissheit in Bezug auf Allah und das Jenseits. Und jetzt beschreibt er den Endteil der Ummah. Der Schwanz der Umma, der Schlange, ganz hinten. Und der letzte Teil der Umma wird zugrunde gehen. Warum? Weil sie sehr geizig und gierig sein werden und sie werden in ihren Herzen Al-Amal tragen. Diese lange Lebenserwartung oder falsche Hoffnung. Ich werde noch, ich werde noch, ich werde noch. Und Fudail ibn Ayyad pflegte zu sagen, Inna min ash-shaqa'i tul al-amal. Von der Unglückseligkeit, von der absoluten Negativität, die man in sich tragen kann, ist eine lange Lebenserwartung in sich zu tragen. Ich werde noch, ich werde noch, ich werde noch. Wa inna min an-na'imi qisar al-amal. Und von der Wonne Unglückseligkeit ist, eine kurze Lebenserwartung zu haben. Ja, sogar Ibn Abi Dunya, ein großer Imam, im 3. Jahrhundert verstorben, hat ein ganzes Buch geschrieben namens Qisarul Amal, die kurze Lebenserwartung in sich zu tragen. Gar nicht denken, dass man noch viel erreichen wird. Vom Positiven ja, das darf man in sich hegen. Aber wenn dieses lange Denken, diese lange Lebenserwartung dich dazu führt, dass du Taten unterlässt, hier bist du in ein Loch gefallen. Muhammad ibn Waas ja sagte, Arba'atun min ash-shaqa, vier Dinge gehören zur Unglückseligkeit. Die erste ist Tulul Amal, lange Lebenserwartung zu haben. Zweitens, wa qaswatul qalb, verhärtetes Herz, was dadurch entsteht. Wa jumudul ayn, und ausgetrocknetes Auge, das entsteht aufgrund des harten Herzes. Wal bukhl, und Geiz, jemand, dessen Herz hart ist, er wird niemals sich um andere kümmern wollen und dann auch nicht spenden, also bleibt er geizig. Das ist eine Kettenreaktion. Lange Lebenserwartung,
hartes Herz, kein Weinen mehr und gierig geizig zu sein. Er ist innerlich und äußerlich ein Wrack. Und aus Tulul Emel entstehen andere Dinge. Pass auf jetzt. Al-Kesselu anit Ta'a. Ramadan ist vorbei, du kommst raus und sagst, oh, jetzt habe ich keine Deadline mehr. Wie lange soll ich jetzt Allah anbeten? Das wird doch bestimmt jetzt Jahrzehnte wieder dauern. Oder spätestens bis nächsten Ramadan. Wie soll ich jetzt 11 Monate jeden Tag Koran lesen? Jeden Tag. Dann fällt es ihm schwer. Schau mal, was er sagt. Aus der langen Lebenserwartung entsteht Al-Kesselu anit Ta'a. Man wird faul in Bezug auf die gottesdienstlichen Handlungen. Wat taswifu bit Tauba. Man verschiebt seine Taube. Du sagst, ich werde lange leben, also habe ich noch Zeit. Wa raghbatu fid dunya, das Begehren des Diesseits. Wa nisyanu lil akhirah, das Vergessen des Jenseits. Wal qaswatu fil qalb, hartes Herz, ist ja klar. Du verschiebst ja deine Taube. Das heißt, du bist am Sündigen und verschiebst deine Taube. Wann wird dein Herz weich, wenn es ständig mit Sünden bombardiert wird? Also bleibt es hart. لِأَنَّ رِقَّتَهُ وَصَفَاءَهُ إِنَّمَا يَقَعُ بِتَذْكِيرِ الْمَوْتِ. Denn das Weichwerden des Herzens und die Sanftmütigkeit erlangt man nur, wenn man den Tod gedenkt. Du sagst aber, dann lass mal, später. وَالْقَبْرِ und das Grab und die Belohnung وَالْثَوَابِ وَالْعِقَابِ, sich an die Belohnung und an die Strafe zu erinnern. وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ und über die Schrecken am Tag der Auferstehung. Das alles verschiebt derjenige, der sagt, der diese lange Lebenserwartung in sich trägt. Schau mal, was für ein Übel daraus entsteht. Du kommst aus Ramadan raus und sagst, ja, lass mal jetzt erstmal alles liegen, inshallah später. Mach ja einen Monat erstmal Pause und zwei und drei. Nächsten Ramadan. Schon bist du in die Falle getappt der langen Lebenserwartung. Und so beschrieb Allah die Ahlul Kitab. Als er sie beschrieb in Surat al-Hadid, sagte er, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. Oh, noch so lange müssen wir gottesdienstliche Handlungen verrichten. Was sagt Allah direkt danach? فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Ihre Herzen wurden hart. Anstatt zu sagen, ich weiß nicht, wann ich sterbe. Es kann jeden Augenblick passieren. Jeden Moment. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, Hölle und Paradies ist euch so nahe wie eure Schuhe bzw. Schnursenkel. Ja, natürlich. Die Seele kann jetzt genommen werden und dann siehst du Hölle und Paradies. Es kann eigentlich ganz schnell vorbei sein. Aber der Shaitan kommt und sagt, lange Lebenserwartung. Wie willst du nächsten Ramadan erreichen? 11 Monate, mach dich gefasst wieder auf Sünden. Du bist wieder schwach. Was sagt Allah? Und dann wurden die Herzen hart. Na'udhu billah. Qala Muawiyah ibn Qurrah. Das sind alles Salaf-Gelehrten von früher. أَشَدُّ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّحِيحِ الْفَارِغِ. Die heftigste Abrechnung bekommt derjenige, der gesund war und Zeit hatte. Nach Ramadan kommst du heraus, du hast Zeit und Gesundheit, weiter zu machen wie im Ramadan, aber da du jetzt keinen Anhaltspunkt hast, keine Zeit, die in deinem Kopf drin war im Ramadan, weißt du nicht, wie du handelst, kommt dir alles so lang vor, ja, der Shaitan sagt dir, lange, 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 verhärtet sich dein Herz und du hast Zeit und bist gesund und nutzt diese nicht aus, dieser wird am Tag der Auferstehung eine heftige Abrechnung bekommen. Der wahrhaftige Gläubige, ihn interessiert nichts oder ihn beschäftigt nur das, sich anstrengen im Gehorsam zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Anstrengung wird ja irgendwann verschwinden, eine Art Süße. Das ist ja normal. Denn durch die gottesdienstlichen Handlungen steigt dein Iman und diese Halawa, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es beschrieb, diese Süße im Herzen kommt nach einer Zeit. Du musst nur geduldig sein. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الصَّادِقَ لَفِي شُغْلٍ عَنِ الْأَمَالِ وَالْأَمَانِ. Er sagt, der wahrhaftige Gläubige ist weit entfernt von dieser langen Lebenserwartung und falschen Hoffnung. Weit, weit entfernt. Er denkt von Gebet zu Gebet. So ist der wahrhaftige Gläubige. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ الصَّادِقَ لَفِي مُجَاهَدَةٍ دَائِمَةٍ مَعَ نَفْسِهِ.
Er ist ständig im Kampf mit seiner Nefs, sie zu besiegen, aufzustehen für Fajr, heute wieder ein bisschen Koran lesen, morgens und abends gedenken, ja, vielleicht hier und da mal einen freiwilligen Tag fasten, im Wissenserwerb. Ständig ist er sie am Erziehen und am Bekämpfen. So wie es manche Salaf sagten, Al-Mu'minu la talqahu illa fi thalathi khilal. Den wahren Gläubigen siehst du in drei Dingen. Immer. Entweder in der Moschee, fi Masjidin ya'muruh, er ist in der Moschee, au Beitin yasturuh, oder er ist zu Hause, also er ist in der Moschee. Ya'muruhu heißt, er füllt die Moschee und ist darin drinnen natürlich am Praktizieren. Oder in seiner Wohnung, die ihn bedeckt. Und er ist drinnen auch am Praktizieren. Das haben die Hadith-Gelehrten früher gesagt. Als man sie gefragt hat, was wünschst du dir, sagte er, Beitun Khali wa Isnadun Ali. Eine leere Wohnung und eine hohe Kette, also nahe am Propheten sallallahu alaihi wasallam zu sein. Leere Wohnung, damit mich keiner stört, damit ich meine Hadith lerne und auswendig lerne und eine nahe in der Kette zu sein zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also sagt er, den Gläubigen findest du entweder in der Moschee oder zu Hause. Oder er beschäftigt sich mit Dingen, die unbedingt sein müssen für sein Diesseits. Er ist am Arbeiten oder. Also nichts mit langer Lebenserwartung etc. Und schau dir an, dass den Ratschlag oder das Testament des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welches er Ibn Umar gegeben hat. Und das kennt ihr auch alle. Und das ist auch die Antwort für den, der sagt, oh, wie lange soll ich jetzt machen? Bis nächster Ramadan, das dauert alles zu lange. Ich schaffe das nicht, 11 Monate gehorsam zu sein. Und dann verfällt er in Sünde, weil er so denkt. Das ist die Heilung. Schau mal. Er sagt, Ibn Umar, als er ihn an den Schultern packte, die Angelegenheit ist ernst, ja, Ibn Umar. Komm mal her. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abidu sabil. Sei im Diesseits wie ein Fremder oder ein Durchreisender. Und wir haben keinen Durchreisenden gesehen, der 30 Jahre an einer Stelle Rast gemacht hat. Er geht. Das ist deine Antwort, du lieber Bruder, Schwester, die sagt, wie lange soll ich noch? Wer hat gesagt, dass es lange ist? Und der nächste Satz beantwortet es dir. وَكَانَ ابْنُ عُمَرْ يَقُولُ Und Ibn Umar pflegte zu sagen, إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ Wenn du den Abend erreichst, dann erwarte ja nicht den Morgen. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ Und wenn Allah dir erlaubt hat und du hast den Morgen erreicht, dann erwarte ja nicht den Abend. Wer weiß, wann du stirbst. Also musst du diesen Schalter finden, den du im Ramadan hattest. Im Ramadan hattest du einen Schalter. Es hat es dir leichter gemacht. Hast Strichliste geführt. Ein Tag vorbei. Noch einer. Noch einer. Ja, die sagen ungefähr 10. April ist Eid. Da ist deine Deadline. Es fällt dir dann leichter zu praktizieren. Nach Ramadan hast du keine Strichliste. Doch hast du. Sogar noch heftiger. Von morgens zu abends. Von abends zu morgens. Normalerweise musst du das einpflanzen in dein Gehirn. Jetzt haben wir kurz vor 10. Wer gibt uns die Garantie, dass wir Fajr erreichen werden? Möge Allah uns ein langes Leben in Gehorsamkeit geben. Amen. Wer gewährt uns, dass wir Fajr oder wer garantiert uns, Fajr zu erreichen? Dieses Mindset musst du dir reinpflanzen in dein Herz, genauso wie du im Ramadan mit hundertprozentiger Sicherheit dir warst, dass spätestens am 10.11. Eid ist. Das müssen wir in unser Leben einbauen und dann wirst du ganz anders praktizieren. Du bekommst sogar Angst. Du weißt gar nicht, erreiche ich morgen oder Abend, erreiche ich den morgen oder Abend und morgen. Morgen oder Abend, Abend und dein Leben dreht sich nur noch darum. Dann wird dein Gebet anders, dein Dhikr anders, ja sogar dein Gebet anders. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesagt, vor dem Gebet, betet so, als wäre es das letzte Gebet. Schau mal. Salat Muaddi', betet das Gebet eines, der sich von der Dunya verabschiedet. Wie wird dieser wohl beten? Und genau so, praktiziere so, als würdest du dich Fajr von uns verabschieden.
hast du erreicht, dann praktiziere so, als würdest du dich Maghrib von uns verabschieden. Und so gehst du dein Leben lang, weil irgendwann kommt der Todesengel in diesen Zwischenzeiten und nimmt dich mit. Und das ist das Schwierige, die Nefs, die Psyche, dein Herz so zu trainieren nach Ramadan. Ramadan hat dir diese Nasiha gegeben, aber du hast sie gar nicht wahrgenommen. Allah sagt, Ayyaman ma'dudat, gezählte Tage. So lange dauert Ramadan. Aber hat dir auch indirekt gesagt, dein Leben sind auch nur ein paar gezählte Tage. Haben wir aber nicht gehört. Er hat uns das zugeflüstert, wir haben es aber nicht gehört. Er kam mit ganz vielen Nasaih Ramadan, wir haben sie aber nicht wahrgenommen. Dann kommen wir langsam zum Ende. Und zwar sagten, er sagt hier, Salaf, einige Salaf-Gelehrten sagten, man qasara amaluhu, akramahu derjenige, der eine lange Lebenserwartung in sich trägt, den wird Allah mit vier Dingen, verwunderlichen Dingen beschenken. Erstens, an yuqawiyahu ala ta'a. Du wirst Power und Kraft bekommen in deine gottesdienstlichen Handlungen. Warum? Du weißt, Fajr wird meine Seele genommen. Darum. Du weißt, Fajr, wenn ich Fajr erreiche, den Morgen, wird meine Seele genommen. Wie wirst du dann wohl jetzt die Nacht verbringen? لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَمُوتُ عَنْ قَرِيبٍ لَا يَهْتَمُّ بِمَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنَ الْمَكْرُوهِ وَيَجْتَهِدُ فِي الطَّاعَاتِ فَيَكْثُرُ عَمَلُهُ. Genau. Er sagt, denn der Diener, wenn er verinnerlicht hat, dass er in einem kurzen Moment stirbt, dann interessiert ihn nicht mehr, was kommt. Min al-Makruh, auch wenn es Unannehmlichkeiten sind, dieses Gebet, was dir so schwer fällt, interessiert dich nicht mehr. Du weißt ganz genau, heute Morgen wird meine Seele genommen. Nach der Aussage von Ibn Umar, wenn du das dir immer in deinem Ohr lässt als Ohrwurm, morgens, abends, abends, morgens. Das sind deine Deadlines. Er sagt, dann interessiert dich nicht, was an Anstrengung vor ihm steht. Dann wird er sich anstrengen im Gehorsam und seine Taten werden mehr, weil er weiß, ich gehe heute Morgen aus diesem Diesseits weg. Zweitens, seine Sorgen und Kummer wird weniger werden. لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب لا يهتم بما يستقبله من المكروه. Genau das Gleiche. Wenn er weiß, ich werde heute Morgen sterben, die Sorgen werden alle verschwinden. Ich treffe auf meinen Schöpfer und inshallah darf ich das Paradies betreten. Was interessieren mich meine Kummer und meine Sorgen? Und so trägt er es immer vor sich. Wenn er den Morgen erreicht, sagt er sich, heute Abend werde ich das Diesseits verlassen. Drittens, du wirst zufrieden sein, auch wenn es nur wenig ist. Warum? Wenn du weißt, dass du heute Morgen bzw. heute Abend stirbst, interessiert dich nicht, ob du eine Million hast oder nur 10 Euro. Du wirst eh gleich gehen. Und das vierte, und das ist das Schönste, er wird dein Herz beleuchten und erleuchten, weil du nun ein komplett anderes Mindset hast. Du praktizierst total anders. Nicht wie davor, Dhuhr faul beten und sagen, Asr werde ich besser machen. Oder Maghrib gut machen und dann Isha verschieben bis kurz vor Fajr. Nein, nein, nein. Jetzt bist du total anders. Du hast jetzt immer Deadlines vor deinen Augen. Im wahrsten Sinne des Wortes, Deadline. Ich habe den Morgen und den Abend. Das ist meine Deadline. Ich muss mich so gut wie möglich verkaufen bis zum Morgen und so gut wie möglich verkaufen bis zum Abend. Und dann sagt er natürlich auch das Gegenteil. Und wenn du immer noch nicht verbessern willst und diese lange Lebenserwartung in dir trägst, wird dich Allah mit vier Dingen, subhanahu wa ta'ala, bestrafen. Nämlich, an yatakasala an itta'at. Faulheit hochziehen. Fauler Sack, keine Gehorsamkeit, keine gottesdienstlichen Handlungen. Die Pflichten gerade so mit Ach und Krach. Warum? Warum? Er sagt,
es kommt eine Zeit, da werde ich mich so bessern und dann werde ich zu Hadsch fahren und wenn ich zurückkomme, werde ich der Gottesdiener schlechthin. Weißt du was? Das werde ich mir jetzt aufschreiben und Ramadan 2025 werde ich mich richtig verbessern. Und dann hat es einen Gegeneffekt auf seine Nefs. Ja, bis dahin kann ich ja noch chillen. Und dann fault er sich vor sich herum und die Gebete mal so, mal so, mal Moschee, mal nicht, mal Koran, mal nicht. Warum? Weil er weiß gar nicht, dass er einer der krassesten Krankheiten in sich trägt. Ja, sogar manche Gelehrten beschreiben es hier als unheilbare Krankheit, wie Krebs und andere. Unheilbar in Klammern. Diese lange Lebenserwartung hat sich in ihn eingeschleicht, hat ihn zur Faulheit getrieben und er denkt, er würde was Gutes machen. Und jetzt sagt er, ja, wenn, ich werde noch, ich werde noch. Dieses ich werde noch, lange Lebenserwartung, hat ihn dazu gemacht, faul zu werden. Und es ist eine Strafe von Allah und du hast es gar nicht gemerkt. Zweitens, dein Kummer und Sorgen werden mehr, so wie viele immer sagen, ich habe Angst vor der Zukunft. Welche Zukunft? Deine Zukunft endet normalerweise heute Morgen. Und wenn du sie erreichst und wenn du den Morgen erreichst, dann endet sie wieder am Abend. Welche Sorgen und Kummer. Aber nein, jemand, der sagt, ich werde noch jahrzehntelang leben, das heißt auch Hunderttausende von Problemen warten auf mich. Und die werden viel in seinem Kopf, in seiner Seele und trägt sie immer mit. Drittens, ein Yasira Harisan ala Jam'il Mal, wer eine lange Lebenserwartung hat, er wird sehr bestrebt sein, mehr Vermögen anzuhäufen. Er muss ja irgendwie über die Runden kommen. Also ist sein A und O Geld, 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 Geld. Und viertens und letztens, das ist das Ergebnis von den drei, durch Faulheit, durch viele Sorgen und Kummer und durch nur Geld hinterherhascheln, entsteht der vierte und das heftigste überhaupt, Qaswatu Qalbi, sein Herz wird hart. Und so lebt er sein Leben hin. Er denkt, er macht was Gutes und hofft, deswegen nennen es ja manche falsche Hoffnungen. Ich werde noch der Gottesdiener schlechthin sein. Ich werde noch. Und das Heftigste ist, wenn dann der Todesengel kommt und dich in diesem Zustand nimmt. Subhanallah. Und deswegen sagt der Hasan al-Basri, man atal al-amal, asa al-amal. Wer lange Lebenserwartungen in sich hegt, dessen Taten werden schlecht sein, haben wir gerade gesehen. Das alles hängt mit Ramadan zusammen. Dann schließen wir ab, liebe Geschwister, dieses schöne Thema. Allah sagt für dich jetzt: Wisse, dass es nur ein Vor- oder ein Zurück gibt. Es gibt kein, ich bin auf einer Stufe stehen geblieben. Allah sagt: Liman sha'a minkum an yataqaddama. Wer von euch will, soll nach vorne gehen oder nach hinten gehen. Es gibt keine Mitte. Du hörst manchmal, ja, mein Iman ist zurzeit noch auf gleicher Stufe. Nein, er ist er nicht. Der Iman steigt oder sinkt. Er bleibt nicht auf der gleichen Stufe. Und das sagt Allah hier in Surah Al-Muddathir, Surah 74, Vers 37. Wer von euch will, der soll nach vorne schreiten oder nach hinten. Und wenn du denkst, du bist stehen geblieben, dann holen dich die hinter dir ein. Also fällst du indirekt auch nach hinten. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte oft zu sagen: Allahumma inni a'udhu bika min as-salbi ba'da al-ata. O Allah, ich bitte dich, ich suche Zuflucht bei dir, dass du mir nimmst, nachdem du mir gegeben hast. Du hast mir im Ramadan so viel Heil gegeben. Ich war in der Moschee, ich habe Koran gelesen, ich habe gespendet, ich habe Dua gemacht, ich durfte durchfasten, ich habe Arme gespeist, ich habe Brunnen gebaut. Ja Allah, ich suche Zuflucht von dir, dass du mir das wieder nimmst. Und nach Ramadan bin ich wieder wie eine leere Flasche und mache gar nichts mehr. Also merke dir diese Dua. Allahumma inni a'udhu bika min as-salbi ba'da al-ata. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir vom Wegnehmen, nachdem mir gegeben wurde. Und das passiert,
die wird meistens nur weggenommen, wenn du deinen Zustand selber änderst. Imam Suyuti, einer der Großgelehrten, Imamen sogar, die auch dafür bekannt waren, mit Ibn Taymiyyah einige Debatten zu führen. Er wurde gefragt, Imam Suyuti, rahimahullah ta'ala, gestorben im 8. Jahrhundert, ein schafi'itischer großer Kopf. Ma balu ahadina yakunu fi ni'matin fatunzahu anhu. Sie sind zu ihm gekommen und sagten, O Imam, was ist mit uns? Wir waren in einer Ni'ma, in einer Gunsterweisung, und dann ist sie von uns genommen worden. Wieso passiert das? Daraufhin hat er geantwortet und ein ganzes Buch geschrieben namens Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Darin erklärt er einen kompletten Vers. Das Buch heißt Mu'idun Ni'am. Wie bekomme ich meine Gunsterweisungen zurück? Wa Mubidun Niqam. Und wie entferne ich von mir die Strafen Allahs, dass er mir alles wieder wegnimmt? In diesem Buch hat er einen Vers erklärt. Und zwar in Sura 8, Suratu Al-Anfal. Hör dir diesen Vers an. Dies heißt, du wirst nur bestraft, von dir wird genommen. Ramadan, ich war wie ein Engel und nach Ramadan, ich bin wie ein Scheitan. Warum? Warum wirst du jetzt bestraft? Dies, weil Allah nimmer eine Gunst, die er einem Volk, in Klammern Menschen, gegeben hat, erwiesen hat, ändert, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Du hast dich verändert. Du hast aufgehört, Moschee zu gehen. Du hast aufgehört, Koran zu lesen. Du hast dich verändert, so hat Allah von dir die komplette Gunst genommen. Kein Moschee, kein Koran, kein freiwilliger Fasten. Du bist schuld. Mach doch weiter, auch wenn es weniger ist. Natürlich wirst du nicht wie im Ramadan praktizieren können. Die Tore des Paradieses sind wieder zu und die Tore der Hölle gehen wieder auf und die Schayatine kommen. Aber dieses 30-tägige Training muss ich doch dazu gebracht haben, wenigstens ein, zwei Sachen von Ramadan mitzunehmen, auch wenn sie gering sind. Du kannst eigentlich von allem eine Scheibe mitnehmen. Vom Dhikr, vom Moschee, vom Koran, vom Fasten kannst du weiterführen, aber im Minimum faste nicht 30 Tage, bist du eh nicht, faste 3 Tage. Bete keine 11 Raka'a, bete 3. Sag nicht 1000 Mal Subhanallah, sag's 100 Mal. Du kannst eigentlich weitermachen, aber ich hoffe, dieser Vortrag war eine gute Antwort für, warum werden wir schwach? Warum verfallen wir in Sünden wieder zurück? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verbessern und uns helfen, nächsten Ramadan wieder zu erreichen. Ihr kennt die bekannte Aussage, auch wenn sie von manchen Gelehrten für schwach erklärt wurde, dass die Sahaba ein halbes Jahr gebeten haben, ja Allah, lass uns Ramadan erreichen, und dann, wenn sie Ramadan fertig waren, ja Allah, nehme ihn von uns an. Das findest du in manchen Büchern der Ermahnungen. Eine letzte Sache noch, eine Frage wurde gestellt, und zwar, ihr könnt auch Fragen stellen, noch wenn ihr wollt. Ibn Uthaymin wurde gefragt, was ist mit Leuten, die nach Ramadan wieder in die Sünde zurückfallen? Heißt das, dass Ramadan von ihnen nicht angenommen wurde? Das hat er verneint und ausführlich geantwortet, dass es nicht sein kann, dass Allah einen sündhaften Menschen erschafft und danach Ramadan sündigt und wir dann sagen, dein Fasten wird nicht angenommen. Auf jeden Fall, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Hada wallahu a'lam.